Willkommen hier in der Runde zu dieser Podiumsdiskussion Europa von unten bauen, Regionen und die Zukunft der EU. Ich freue mich, dass Sie sagen, dabei sind, dass Sie sich für das Thema interessieren. Und ich freue mich natürlich auch besonders über den Kreis von Diskutanten und Diskutantinnen heute. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen der Mitveranstalter. Das ist nämlich das Regiopal-Projekt, das sich mit der Rolle von regionalen Parlamenten in Europa beschäftigt, in der EU beschäftigt. Dazu wird sicherlich auch Ulrike Gürö nachher noch ein Wort sagen, weil sie die Initiatorin des Projektes ist. Ich bin da Kooperationspartnerin und auch willkommen im Namen des Arbeitskreis Europäische Integration, einer Vereinigung, einer wissenschaftlichen Vereinigung interdisziplinär, die sich mit Fragen der Europaforschung beschäftigt. Ich danke ganz herzlich auch den zivilgesellschaftlichen Mitorganisatoren der Europa-Union Tübingen, den jungen Europäerinnen und Europäern und auch dem Europazentrum Baden-Württemberg, die die Veranstaltung auch mitorganisieren und mittragen. Und ich danke natürlich auch dem Finanzier, also Erasmus Plus Programm der Europäischen Kommission, aus dem die finanzielle Unterstützung der ganzen Konferenz in diesen beiden Tagen, aber auch jetzt für den heutigen Abend resultiert. Und will zum guter Letzt natürlich auch danken Tim Bausenhardt, einer studentischen Hilfskraft, der in den letzten Wochen und Monaten die Konferenz mitorganisiert hat und mit dem Sie alle schon in Kontakt waren, weil der Tim eben auch unter anderem die ganzen Anmeldelisten verwaltet hat und den E-Mail-Verkehr mit Ihnen auch geregelt hat. Worum soll es also gehen? Wir sehen, dass seit den 1990er Jahren eigentlich immer wieder auch über Europa der Regionen diskutiert wird. Wir haben Diskussionen, die von den europäischen Regionen selber gestartet worden sind. Nicht zuletzt die deutschen Bundesländer sind da sehr aktiv gewesen. Aber wir können sehen, dass Regionen, gerade die stärkeren Regionen oder die starken Regionen, einen Gestaltungsanspruch formuliert haben, dass sie nämlich in EU-Angelegenheiten eine wichtige Rolle mitspielen wollen, und zwar auf der Ebene der Europäischen Union selber, aber auch innerstaatlich, wenn es um EU-Angelegenheiten geht. Und dieser Anspruch, der Gestaltungsanspruch, resultiert immer daraus zu sagen, wir sind die Ebene, die am nächsten bei den Bürgerinnen und Bürgern sind. Wir sind diejenigen, die europäische Politik auch umsetzen müssen. Wir sind diejenigen, die am besten wissen, was auf der regionalen Ebene gut ist und funktioniert. Diese hehren Ansprüche, die seit den 90er Jahren da formuliert worden sind, die haben einerseits durchaus Früchte getragen. Wir haben ja mit dem Maastricht-Vertrag die Einrichtung des Ausschusses der Regionen, der als Vertretungsgremium eben geschaffen wurde. Wir haben aber zugleich auch in der wissenschaftlichen Literatur, die ist sich da einig, dass es da doch eine große Ernüchterung gegeben haben, dass die anfänglichen Vorstellungen viel zu idealistisch gewesen sind, dass es doch weiterhin auch ein Primat der Nationalstaaten gibt und bestenfalls vielleicht ein Europa mit den Regionen. Aktuell, muss man sehen, haben wir hier den Kontext der Konferenz zur Zukunft Europas. Auch da wird wieder über die Rolle von Regionen diskutiert, im Ausschuss der Regionen selber, aber auch von den anderen EU-Institutionen und in den Regionen. Auch die diskutieren darüber, wie können sie denn eine Rolle spielen oder wollen sie eine Rolle spielen bei dieser Konferenz zur Zukunft Europas. Die ist ja als Konferenz gedacht. Jetzt startet sie mit einjähriger Verspätung am nächsten Sonntag am Europatag, dem 9. Mai, soll für ein Jahr dauern. Herzstück der Konferenz ist hier
die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in Diskussionen über die Europäische Union zu verschiedenen Themen. Auch die Regionen kommen aber genau an der Stelle ins Spiel, weil die Erwartung ist, dass die eben auch solche Bürgerdialoge organisieren sollen. Dies also Bürgerbeteiligung nicht nur auf der europäischen Ebene, transnationale Dialoge, sondern auch in den Regionen soll was passieren. Der Ausschuss der Regionen sehen wir als Interessenvertretung der Regionen, versucht auch hier sich eine aktive Rolle zu erkämpfen in dieser Zukunftskonferenz, sich Gehör zu verschaffen, versucht auch Regionen durchaus zu unterstützen, wie sie denn mitwirken können hier an dieser Konferenz. Wir wollen also heute in dieser Diskussion über die Rolle von Regionen in der EU diskutieren und über ihre Versuche, auch die europäische Integration mitzugestalten und auch an diesem wichtigen Punkt mitzugestalten, in der es um weitere Entwicklungsperspektiven der EU geht. Also die Zukunftskonferenz spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Und ich freue mich, zu diesem Thema eben eine sehr schöne Runde von Expertinnen und Experten beisammen zu haben. Das möchte ich Ihnen gerne vorstellen, die vier, die hier versammelt sind. Das ist zunächst einmal Karl-Heinz Lamberts. Herr Lamberts, wir haben schon häufiger zusammengesessen, belgischer Politiker und man kann sagen Kämpfer für starke Regionen in Europa, schon sehr lange und in sehr vielen politischen Ämtern, die er innehatte. So war eben Herr Lamberts von 1999 bis 2014 auch Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Viele Deutsche wissen gar nicht, dass es die gibt, aber ja, Belgien hat drei Sprachgemeinschaften und eine davon, wenn auch die kleinste, ist die deutschsprachige Gemeinschaft. Er ist aber nach dieser Position als Ministerpräsident auch Senator im belgischen Senat gewesen, eine Reihe von Funktionen und seit 20 Jahren auch Mitglied im Ausschuss der Regionen, dessen Präsident bzw. Vizepräsident er eben auch über einige Jahre gewesen ist. Und aktuell ist er auch in diesem CIVEX-Kommission. Das ist einer der Ausschüsse im Europäischen Parlament und das ist der Ausschuss, der sich mit dieser Konferenz zur Zukunft Europas beschäftigt. Also schön, dass Sie da sind, Herr Lamberts. Dann möchte ich als zweites vorstellen meine Kollegin Professor Dr. Ulrike Gyro. Sie ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität in Krems in Österreich. Sie ist außerdem aber auch Journalistin, öffentliche Denkerin, Direktorin auch des European Democracy Lab in Berlin, das sie vor einigen Jahren begründet hat und das auch eng mit diesem Regiopal-Projekt da zusammenhängt. Sie ist eine starke Stimme in der öffentlichen Debatte für eine europäische Republik, in der eben Regionen statt Nationalstaaten eine zentrale Rolle spielen sollen. Dann haben wir als drittes mit dabei Professor Dr. Wolfgang Wessels von der Universität in Köln, Jean Monnet-Chair für europäische Politik und man könnte sagen, ohne Ihnen zu nahe zu treten, Herr Kollege, ein Urgestein der deutschen Europaforschung. Seit 2007 hat er für seine Leistungen den Jean Monnet Award für European Prize for Lifelong Learning European Studies in Gold bekommen. Auch den Lifetime Achievement in Contemporary European Studies von der EUASIS, das ist die European Association for Contemporary European Studies. Da ist seit diesem Auszeichnung noch einiges dazugekommen. Er hat zahlreiche Positionen auch als Gastwissenschaftler an vielen Universitäten gehabt und auch einige von Ihnen kennen ihn vielleicht auch aus seinen Publikationen, die ein bisschen auf die breitere Öffentlichkeit abzielt, wie dieses Europa von A bis Z Taschenbuch der europäischen Integration, was mittlerweile seit 30 Jahren erscheint oder auch das Jahrbuch der europäischen Integration, ein wichtiges Kompendium auch für den Integrationsfortschritt in sehr vielen unterschiedlichen Feldern. Und zu guter Letzt eben Alina Felder,
Alina Felder hat einen Abschluss von der Universität Tübingen im Madre-Studiengang, also Demokratie und Regieren in Europa, hat sich auch in ihrer Masterarbeit damals schon mit der EU-Strategie zum Donauraum beschäftigt. Sie ist jetzt seit einiger Zeit Doktorandin an der Universität in Bamberg. Und da geht es um das Thema Regionalpolitik nochmal mit Bildungspolitik zu verbinden im Bereich der tertiären, der universitären Bildung. Und sie hat in dem Kontext auch schon erste Beiträge zu Bildungspolitik zu diesem gerade schon erwähnten Jahrbuch der europäischen Integration verfasst. Sie ist aber auch darüber hinaus aktiv, hat zum Beispiel auch an Model EU mitgewirkt in Straßburg und ist überzeugte und aktive Mitglied der jungen europäischen Föderalisten, der JEF, der Jugendorganisation der Europa Union Deutschland und auch Vorsitzende des Kreisverbands Bambergs. Auch guten Abend, schön, dass Sie da sind, Frau Felder. Bevor es jetzt in die Diskussion geht, der Hinweis, wir wollen ja nicht nur untereinander diskutieren, sondern Sie, meine Damen und Herren, sollen ja eben auch mitdiskutieren können. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Entweder schreiben Sie das in den Chat rein oder Sie heben Ihre Hand elektronisch. Das können Sie nämlich darüber machen, wenn Sie mit der Maus unten an den Richtung Bildschirm rangehen, dann öffnet sich das Menü in Zoom. Und da sehen Sie nämlich einmal diese Funktion Teilnehmer und einmal diese Funktion Chat. Wenn Sie da jeweils anklicken, dann öffnet sich rechts der Rand, dass das dann auch für Sie sichtbar ist. Und wenn Sie sich eben melden wollen, nicht nur über den Chat, sondern auch mit Mikrofon oder auch mit Video dabei, dann müssen Sie bei diesem Teilnehmermenü, da gibt es dann diese verschiedenen kleinen Icons für die Befehle, da können Sie die Hand heben, um sich zu melden. Das sehe ich dann entsprechend. So, also so viel dazu, weil das sind ja nicht alle gleichermaßen auch mit diesen Videokonferenzen und mit den unterschiedlichen Plattformen dafür vertraut. Ich möchte jetzt zunächst erstmal Sie bitten, Eingangsstatement abzugeben, nämlich zu der Frage Europa von unten bauen. Das ist sozusagen das, was sich ja hinter diesem Europa der Regionen, Europa mit den Regionen verbirgt, was Sie damit verbinden. Und ich möchte gerne Herrn Lamberts bitten, da anzufangen. Bitte schön. Ja, guten Tag zusammen oder guten Abend. Europa der Regionen oder mit den Regionen, das erinnert mich, lieber Frau Professor Abels, an ein Treffen, das wir im Landtag in München vor einigen Jahren hatten. Und dieses Thema ist in der Tat immer noch genauso aktuell. Wir haben es eben angedeutet, ich befinde mich nicht mehr im Morgengrauen, sondern eher in der Abendröte meiner politischen Laufbahn. Aber die hatte ich insgesamt seit jetzt einem halben Jahrhundert abgespielt zwischen dieser kleinen Region mit Gesetzgebungshoheit hier im Osten Belgiens, wo die deutschsprachige Minderheit lebt, dem belgischen Staat, der ja auch seine Besonderheiten hat, und dann der Europäischen Union und dem Europarat, wo ich dann jeweils diese regionalen Gremien, ADR und Kongress über mehrere Jahrzehnte habe erleben können. Ja, Europa von unten bauen. Kann man überhaupt von oben bauen? Hat schon jemand ein erfolgreiches Haus so hinbekommen, wenn er zuerst das Dach hinstellt und vergisst, dass man auch Fundamente und Mauern braucht? Ja, das wird versucht. Das ist in der Zusammenfassung die Geschichte der Europäischen Union. Und wenn wir eine stabile Europäische Union wollen, und die brauchen wir trotz aller Krisen, Unzulänglichkeiten und Probleme heute mehr denn je, dann müssen wir uns ganz intensiv mit dem Fundament beschäftigen. Und dieses Fundament ist nach meiner tiefen Überzeugung die Ebene der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften. Und ich fasse das mal unter Regionen zusammen, denn für unsere Diskussion kann man das, glaube ich, hier verknüpfen. Wenn man feiner hineinzoomt, muss man natürlich unterscheiden. Aber diese Ebene ist fundamental in der Politikgestaltung in Europa, in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und wenn wir einen soliden Aufbau wollen, dann müssen wir uns dessen nochmal in aller Deutlichkeit bewusst werden. Ich habe in den drei Erklärungen, die ich zur Lage der Europäischen Union aus Sicht der Gebietskörperschaften als Vorsitzender des ADR zwischen 2017 und 2019 abgeben konnte, immer versucht, nach allen Variationen mit allen Registern einer großen Orgel das Thema aufspielen zu lassen. Europa braucht die Regionen und die Regionen brauchen Europa. Aber wir brauchen vor allem von diesem europäischen Gemeinwesen, das ist ja was ganz Besonderes, ja, was Faszinierendes ist, da brauchen wir wirklich eine dreidimensionale Sicht. Wir brauchen Europa, wir brauchen, ich würde sagen, noch, aber da wird Frau Professor Gero sicherlich viel intensiver darüber reden, die Staaten und wir brauchen vor allem die Gebietskörperschaften. Das sind 90.000 Kommunen, knapp 300 Regionen unterschiedlichster Art. Das sind dann auch noch mal ein paar tausend intermediäre Körperschaften wie deutsche Landkreise oder italienische Provinzen. Und das sind vor allem, und das scheint mir fundamental, 1 Million gewählter Frauen und Männer, die jeden Tag vor Ort mit den Menschen ganz nah an der Wirklichkeit Politik gestalten. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass das die entscheidende Ebene ist, denn da erleben die Menschen schließlich, ob die Dinge klappen oder nicht, ob es Probleme gibt oder ob Erfolge sind, ob ihre Lebensbedingungen sich verbessern oder verschlechtern. Und wenn sie ein Problem haben, dann rufen sie nicht Frau von der Leyen an, dann packen sie sich ihren Bürgermeister oder Regionalabgeordneten beim Schopf und geben dem dann mal ihre Meinung preis. Und wer denn dann antwortet, ah ja, Sie haben recht, aber ich bin nicht zuständig, dann trägt er nur zur Politikverdrossenheit bei und nicht zur Motivation der Menschen. Also das ist eine ganz wichtige Ebene. Wenn es uns gelingt, aus jedem, der dort tätig ist, genauso einen engagierten Europapolitiker zu machen, wie das von den Europaabgeordneten und den Mitgliedern der Kommission und manchmal sogar vielleicht in gewissen klaren Momenten auch von den Mitgliedern des Europäischen Rates der Fall ist, dann sind wir da, wo wir sein müssen. Da sind wir aber heute nicht und deshalb müssen wir dorthin. Und das ist eine sehr schwierige Sache. Und das geht aber nur, wenn in den Köpfen derer, die in Brüssel oder in Straßburg oder Luxemburg oder sonst wo, wo sie rumsitzen, Europapolitisches entscheiden, wenn in deren Köpfen immer ständig ununterbrochen auch präsent ist, was wird meine Entscheidung, die ich jetzt vorhabe, vor Ort bedeuten, wenn sie umgesetzt werden muss. Und es geht auch nur, wenn das, was die Leute dort diskutieren, mit dem übereinstimmt, was die Menschen vor Ort als wichtig, als bedeutungsvoll, auch als beängstigend oder auch als Hoffnung erleben. Nur wenn das geschieht, klappt das Ganze. Und das ist das, was wir hinbekommen müssen. Und da gibt es keine wünschenswerte Alternative. Wir brauchen europaweites Handeln, wir brauchen aber auch ein neues Subsidiaritätsverständnis und vor allem mal ein ganz normales, das eben nicht von oben baut, sondern von unten. Und wir müssen das hinkriegen. Und das ist keine leichte Aufgabe, das sind Lebensaufgaben, aber da brauchen wir vor allem hunderte, tausende Menschen, die das so sehen und die in der Lage sind, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern so in Kontakt zu treten, dass dort die Botschaft ankommt. Europa war sehr lange die Hoffnung auf ein besseres Leben. Mit den Höhepunkten beim Wegfall der Mauer, als die Erweiterung kam. Mittlerweile erleben wir Europa mehr und mehr als eine Bedrohung in den Köpfen und Herzen vieler Menschen. Und das ist gefährlich, das ist ein fataler Paradigmenwechsel. Den müssen wir umdrehen. Und das geht nur, wenn es uns gelingt, durch kohärentes Handeln, durch ein Mehrebenensystem, das funktioniert, den Mehrwert dessen, was Europa zu Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts liefern kann und liefern muss, in den Mägen, in den Köpfen und in den Herzen der Menschen fest zu verankern.
Ganz herzlichen Dank, Herr Lamberts, für Ihre erste Positionierung. Und Sie merken schon, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, dass Herr Lamberts tatsächlich ein Vorkämpfer ist für die wichtige Rolle von Regionen in Europa, aber auch für ein vereinigtes Europa. Das ist nochmal sehr schön deutlich geworden. Ich möchte Sie als nächstes fragen, Frau Felder. Europa von unten bauen. Was fällt Ihnen dazu ein? Man könnte sagen, Sie sind ja auch ganz unten auf der Ebene des Kreisverbandes als Akteurin eben mit angesiedelt, beschäftigen sich aber auch wissenschaftlich damit. Bitte schön. Ja, sehr gerne. Ich fange aber tatsächlich auch von oben an, und zwar mit der Rolle, die ich als Forscherin sozusagen innehabe, weil ich nämlich zur grenzüberschreitenden Kooperation von Hochschulen und Universitäten forsche. Und da begegnet mir eher das Konzept eines Europas mit den Regionen, wenn man so will. Und bei mir heißt es mit dann, dass Regionen unerheblich an der Umsetzung von EU-Politik beteiligt sind und gleichzeitig aber auch bestrebt sind, dann diese mitzugestalten. Und ich beobachte, dass der Spielraum der regionalen Akteuren in der Umsetzung von Politik, die sich an sie richtet, eingeräumt ist, dass der stark von der EU-Ebene abhängt. Und so müssen sich regionale Akteure in ihren Zielsetzungen eben oft europäische Ziele, wie die viel bemühte Wettbewerbsfähigkeit oder jetzt eben ganz neu auch die Resilienz, die müssen eben mitgedacht werden. Und das mit bedeutet also einerseits, dass die Politik, also die EU-Politik ohne das Mitwirken der Regionen nicht möglich ist, aber es sich sozusagen um ein Mit-Aber handelt, denn für alle Regionen gibt es gemeinsame Zielsetzungen, die eingehalten werden müssen, um auch nicht zuletzt von der finanziellen Unterstützung durch die EU profitieren zu können. Das Mit bedeutet aber auch, jetzt ein bisschen positiver betrachtet, dass regionale Akteure nicht nur Empfänger von EU-Politik sind natürlich, sondern dass sie auch bestrebt sind, diese auf EU-Ebene mitzugestalten. Und da wurde jetzt ja auch schon im Eingang verschiedene Kanäle genannt. Also es gibt ja auch Kanäle, die Europäische Kommission bietet, oder wir haben ja auch hier einen Vertreter des Ausschusses der Regionen, wo das Ganze institutionalisiert wird. Gleichzeitig denke ich da aber auch an die Büros, die viele Regionen in Brüssel eingerichtet haben, um dort eben direkt vor Ort über relevante europapolitische Entwicklungen informiert zu sein und bei Bedarf auch eben Einfluss zu nehmen. Ich denke, dass wir im Verlauf der Diskussion noch weiter auf diesen Aspekt des Europas mit der Region, das, wie Herr Lamberts angesprochen hatte, so ein bisschen diese Perspektive von oben bauen betrachtet, also die Anreize, die die EU schafft, um auch in bestimmten Regionen für Kooperation zu sorgen, durch Programme wie zum Beispiel Interreg, das ja auch dieser grenzüberschreitenden Kooperation dient, und vielleicht jetzt noch im zweiten Teil auf das Europa der Regionen eingehen, das ich eher so von unten betrachte, wenn man so möchte, und das stärker damit verknüpft ist, also in meinem Verständnis auch mit einer politisch-normativen Dimension, und mir deswegen eher in meinem ehrenamtlichen Engagement begegnet. Und Sie haben mir auch eingeleitet, dass ich Mitglied bin bei den jungen europäischen Föderalisten, eben kurz JEF, und vielleicht sind ja auch in diesem Raum einige, denen JEF auch ein guter Begriff sind. Und wir engagieren uns eben als überparteilicher und europäischer Jugendverband für ein föderales Europa. Und in so einem föderalen Europa sind natürlich Regionen unerheblich und auch demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten für alle BürgerInnen. Und in dem Zuge betont ja die Idee eines Europas der Regionen, dass regionales Handeln sehr funktional ist und dabei halt auch, dass kleinere Räume eine höhere Legitimität mit sich bringen. Und aus Perspektive einer jungen europäischen Föderalistin kann ich eben nur unterstützen, dass Regionen neben den EU-Institutionen einerseits und eben auch den Mitgliedstaaten andererseits als gleichberechtigte politische Akteure berücksichtigt werden. Und mit dem Begriff, wenn wir den Begriff des Europas der Regionen benutzen, dann gestehen wir ein, dass Regionen sowohl national, also innerstaatlich, also innerhalb von Staaten, als auch international immer mehr an Gewicht bekommen. Und dieses Gewicht sollte sich, wenn möglich, eben auch politisch niederschlagen. Und deswswegen müssen Regionen auch in den Mitgestaltungsmöglichkeiten, die die EU auch bietet, mitgedacht werden. Und da möchte ich vielleicht jetzt noch zuletzt darauf hinweisen,
dass man über einen rein institutionellen Zugang hinausgehen muss. Also dass es nicht ausreicht, sozusagen, wenn ich eine Mehrebenen-Regierung habe, wenn ich die EU also metaphorisch als Regierung betrachte, weil da wird dann immer schnell davon ausgegangen, dass wenn eine Ebene Kompetenzen bekommt, dann verliert die andere Ebene dadurch wieder Kompetenzen. Und das wäre ja wenig kooperativ, sondern stattdessen würde ich auf den Begriff einer eher Ebenen-Governance verweisen, wo das Ganze weniger drastisch formuliert wird, sondern wo man eher von der Verschränkung ausgeht, dass dadurch, dass diese verschiedenen Ebenen existieren und miteinander durch EU-Politik interagieren müssen, dass es dadurch Vernetzungen gibt und dadurch alle Akteure Legitimation gewinnen können und auch die Funktionalität gewährleistet ist und man in bestimmten Bereichen, jetzt zum Beispiel auch in meinem Forschungsbereich der höheren Bildung, sehr gut kooperieren kann. Also dass man den Begriff durchaus auch positiv besetzen kann und nicht nur diese Kompetenzverluste, die im Zweifel in dieser Diskussion auch oft fallen, mit bedacht werden müssen. Ganz herzlichen Dank, Frau Felder, für Ihnen, für Ihre erste Positionierung. Sie haben auch eine Reihe von Dingen angesprochen, die wir auch noch in der Diskussion weiter vertiefen wollen. Ich würde jetzt zunächst erstmal das Wort an Herrn Wessels geben. Herr Wessels, Sie haben sich immer eher auf die Staaten in Ihren ganzen Schriften gestützt. Können Sie überhaupt was? Ich stelle es mal ganz provokativ die Frage, können Sie überhaupt was mit diesem Begriff Europa von unten bauen, Europa der Regionen was anfangen? Bitte schön, Herr Wessels. Ja, ich muss da erst mich einklinken. Sie sehen vielleicht im Hintergrund ein bisschen meine Motivation. Das ist der Kölner Dom mit der Europaflagge. Ich fühle mich als Kölscher Europäer. Ja? Und ich gehe mal davon aus, und da widerspreche ich Herrn Lamberts nachdrücklich, dass Europa immer von unten gebaut wird. Man kann natürlich sagen, nationale Parlamente, Volksabstimmungen sind nicht von unten. Aber da würde ich sagen, das ist das Ende unserer demokratischen Politik. Also mein Ausgangspunkt ist Demokratie, ja, wir müssen mitwirken als Bürger und auch als gleichberechtigte Bürger. Also gehen Sie mal vom Ausschuss der Regionen aus. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 17 Millionen Einwohner, ist als Region da versehen. Wir würden als Köln nicht das als Heimat sehen, sondern wir würden Köln als Heimat sehen, aber ist okay. Nicht? Warum soll Nordrhein-Westfalen nicht für uns da sprechen? Aber wir haben maximal 2 Abgeordnete oder 2 Mitglieder. Luxemburg hat, wenn ich das sehe, 6. Luxemburg hat die Hälfte der Einwohner von Köln. Nicht? Das sehen wir auch im Europäischen Parlament. Also wir haben hier ein Problem, wie wird der Bürger, die Bürgerin wirklich vertreten? Und ich habe den Eindruck, dass natürlich das Land Nordrhein-Westfalen sich bemüht. Wir haben auch eine sehr schöne Doktorarbeit gehabt, die das mal ausgeführt hat, dass die Landesvertretung, die in Brüssel sitzt, die einen oder anderen kennen Sie vielleicht, ein sehr funktionaler Bau, die sind sehr aktiv. Die Bayern haben natürlich die schönere Landesvertretung, das schönere Büro in Brüssel, das könnte man ja erwarten. Die sind sehr aktiv. Die sorgen sich auch darum, was in Nordrhein-Westfalen wie umgesetzt werden kann. Und zwar gegenüber der Kommission, dem Parlament und aber natürlich auch über den Bundesrat in Berlin. Also die Regionen sind da. Und Frau Felder hat ja schon erwähnt, die Regionen, es gibt der Europa mit Region. Ich denke, die sind sehr aktiv. Und das sieht meistens, sieht man das nicht, weil das eben bei Entscheidungen sind, die ja im Vorfeld passieren, wo man auch den Eindruck hat, ich bin jetzt ein bisschen provokativ, dass der Ausschuss der Region da keine nachhaltige Rolle spielt. Zentraler Punkt ist Subsidiarität. Das hat Herr Lamberts und andere ja erwähnt. Was ist denn Subsidiarität? Das ist unter wissenschaftlichen Gesichtspunkt schon immer sehr schwierig, generell zu definieren, ja. Aber ganz konkret, Herr Lamberts, warum hat der Ausschuss der Regionen bisher noch kein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof angestrebt? Das kann er ja, nicht? Das ist ja vorgesehen im Vertrag unter Subsidiaritätsgesichtspunkt. Wenn Sie sehen, der Bundesrat, wie häufig der das sogenannte Frühwarnsystem genutzt hat, ich weiß es nicht, ich glaube, man kann es an 2 Fingern abnehmen. Der Bundesrat hat es noch seltener genutzt. Die sehen diese Subsidiaritätsverfahren, das sogenannte Frühwarnsystem, Legislative, scheinbar nicht als Chance. Das kann man kritisieren. Das kann man sagen, warum nutzen Sie es nicht? Und
daran auch arbeiten. Aber ich will mal sagen, es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt Versuche, diese verschiedenen Ebenen zu beteiligen, die uns als Bürger vertreten. Nicht? Ich fühle mich ja nicht nur vom Land Nordrhein-Westfalen vertreten in Europa. Also das wäre ja verkürzt. Ich sehe mich durchaus auch die Bundesrepublik vertreten, sehe mich durch die Europaabgeordneten vertreten, ich sehe mich durch andere Vereine und Gruppierungen vertreten. Also ich glaube, das müssen wir nochmal sehr deutlich machen. Diese Dreikammer-Überlegung, die ja auch kommt, also einer der frühesten Autoren war ja der Schweizer Denis de Rougemont mit Europa der Region. Das kann man nachvollziehen, vielleicht aus dem Schweizer Kanton denken. Französisch sprechen, der Schweizer, das kann man nachvollziehen. Und das ist vielleicht auch für einige wichtig. Aber was bedeutet denn das für diese Europäische Union? Herr Lamberts hat ja auf so viele Leute hingewiesen. Sollen die denn alle abstimmen? Also mein Schreckgespenst war ja, Herr Lamberts, Ihr belgischer Kollege, der Ministerpräsident von Wallonien, der einfach mal einen Handelsvertrag abgelehnt hat mit Kanada. Der hat Ist das Demokratie, dass, ich weiß nicht, wie viele Einwohner in Wallonien leben, 500 Millionen andere Europäer in der Europäischen Union erpressen, weil sie ein Veto haben? Also meine Frage wäre wirklich, wie kann denn diese Ebene dann mitwirken? Und man kann viel eingehen auf welche Rolle Nationalstaaten und welche Rolle der Rat eingehen sollte. Ich würde vielmehr noch am Europäischen Parlament ansetzen. Das Wahlsystem beim Europäischen Parlament hat nichts mit Regionen zu tun. Ich saß mal bei unserer Oberbürgermeisterin, die sehr europäisch orientiert ist, Herr Lamperts, können wir mit ihr auch mal sprechen. Und wir haben versucht festzustellen, welcher Abgeordnete dem Europäischen Parlament irgendwie einen regionalen Bezug zu Köln hat. Und wir haben da praktisch nichts gefunden. Das heißt, es gibt einen, den Herr Voss. Aber ansonsten hatten wir da Schwierigkeiten. Also ich denke, wenn vertreten werden sollen, dann ist zum Beispiel das Europäische Parlament ein sehr guter Ausgangspunkt. Und da haben wir auch klare Verfahren. Hätten wir ein Dreikammersystem, dann würden wir sehr schnell noch kompliziertere Verfahren haben. Und Frau Felder, ich darf mich outen, ich war nämlich auch Vorsitzender der jungen europäischen Föderalisten in Köln und bin heute der Vorsitzende der Europa-Union in Köln, also auch mit in Berlin. Ich habe viele direkte Gespräche mit vielen Europa-Interessierten. Und das Problem für die meisten ist, einfach nachvollziehen können, wie was passiert. Und wenn dann die Ausschuss der Regionen oder die Regionen in anderen Formen noch mitwirken, dann wird es noch kompliziert. Nicht? Oder man kann sagen, wir schaffen die Nationalstaaten ab. Dafür wollte ich aber kaum Ansatzpunkte sehen. Aber da wird ja Frau Giro sicherlich noch was zu sagen. Ich hoffe, das hat so ein bisschen die Diskussion angeregt, so ein bisschen pushy, denn das wollen wir ja machen. Und bei solchen Sachen müssen ja auch ein paar fundamentale Fragen angestellt werden. Europa von unten ja, demokratisch. Und ich würde sagen, da sind unsere Staaten durchaus schon ganz gut aufgestellt, wenn man nicht eine ganz grundsätzliche Frage an Demokratien hat. Vielleicht Schluss nochmal ein Satz zu der eigenen Region, die ja vertreten ist im Ausschuss der Region. Das ist bevölkerungsmäßig größer als die meisten anderen Mitgliedstaaten. Und von da aus natürlich mit einem Problem versehen. Wie werden Interessen unterschiedlicher Regionen innerhalb Nordrhein-Westfalens, das muss man ja sagen, das gibt ja nicht eine regionale Interessenlage. Und wenn man dann noch die politischen Parteien und deren Ausrichtung sehen, was ja ganz normal ist, dann wird es sehr schwierig sein zu sagen, aber Nordrhein-Westfalen ist für das und das, genau nur für das und geschlossen. Und nur wenn das passiert, wird Nordrhein-Westfalen oder der Bürger in Nordrhein-Westfalen auch die Europäische Union tragen. Nochmals, aber es ein bisschen provokativ, ein bisschen Schwung in die Sache reinbringen. Ja, herzlichen Dank, Herr Wessels. Das ist prima, weil wir wollen ja auch nicht nur diejenigen zu Wort kommen lassen, die alle nur finden, dass Regionen wichtig sind und stärker werden müssen. Wir brauchen ja auch die Gegenposition. Und ich nehme an jetzt, Ulrike, du hast jetzt gerade als Vierte in der Runde das Wort. Also Ulrike Göro ist nun bekannt für ihre eher Anti-Nationalstaatsorientierung an der Stelle, dass du nochmal hier ein Gegenplädoyer hältst. Europa von unten bauen, was heißt das für dich?
Ja, danke, Gabi, und welcome alle hier in dieser Konferenz. Ich bin wirklich sehr froh. Also ich bin froh, dass wir jetzt, wo ich spreche, 81 Teilnehmer haben. Ich bin sehr froh und bedanke mich auch an dieser Stelle an alle meine Mitarbeiter aus dem Team von Regiopal, die hier jetzt auch im Chat sitzen, Herrn Lamberts, den wir schon so oft gesehen haben im Zusammenhang mit Regiopal. Also dieses Projekt Gabi Abels, die Kooperation zwischen uns und Tübingen, das ist wirklich gut gelaufen und ich bin sehr froh, dass wir diese Konferenz jetzt haben. Jetzt, unser Panel ist ja nur ein Ausschnitt, sondern es gab ja schon heute und morgen geht es ja noch weiter. Wir konnten den Outer Space Transmitter vorstellen. Ich darf auch alle hier einladen, vielleicht da nochmal auf die Webseite zu gehen. Denn dieses Konzept zu sagen, wir wollen Europa von unten bauen, also wir wollen es völlig dekonstruieren. Ja, also mal so tun, als wenn die geografische Karte von Europa so ein weißes Blatt wäre und wir das jetzt von unten irgendwie bauen. Da ist ja der Outer Space Transmitter einfach mal ein schönes Instrument, um zu sagen, wir schicken jetzt ins Weltall einfach mal Ideen, wie wir uns das vorstellen, also wie wir uns das weiße Blatt vorstellen. Ja, wir sind ja alle aufgewachsen in Schulen, wo wir dann eben den Atlas sehen und da steht dann Frankreich, Deutschland, Österreich und so weiter. Aber kein Geschichtslehrer erzählt dazu, dass diese Landkarte ja nicht immer so war oder dass sie sich halt immer permanent verändert hat. Ja, das wäre ja schon mal das Erste und deswegen auch von mir nochmal ein Dank an alle, die hier im Chat sind oder in diesem Zoom sind und ein Dank an alle, die mitgewirkt haben, dass wir nochmal neu auf Europa von unten gucken. Was fällt mir dazu ein? Ich möchte zwei, drei kurze Bemerkungen machen. Die erste Bemerkung ist, dass ich tatsächlich inzwischen, ich bin ja jetzt 56, fast so eine Art 30 Jahre Überblick über Europa-Debatten habe. Und ich finde sehr interessant, wenn man sich allein das mal anschaut. Ich bin ja sozusagen Schülerin von Wolfgang Wessels, obwohl ich nie bei ihm direkt studiert habe, aber natürlich hat mich die Zeitschrift Integration geprägt in den 90er Jahren. Und wenn man sich einfach mal anguckt, wie die Gliederung damals war, ja, Frankreich, es ging ja sozusagen alphabetisch nach Ländern, was hat Frankreich getan, was hat Belgien getan, was hat Luxemburg getan, was hat Deutschland getan für die europäische Integration. Und dann gab es immer noch die Sachpolitikartikel, Landwirtschaftspolitik, wie auch immer, Wirtschaft, Außenpolitik, ja. So, aber was es nicht gab, war tatsächlich das, was wir heute diskutieren, 30 Jahre später. Und wir sehen ja, wenn man nur mal auf die Aktualität schaut, ja, also Marie Capress aus Katalanien war ja heute Nachmittag schon hier in sozusagen im anderen Zoom, wenn wir jetzt auf Schottland gucken und was auf Schottland da morgen vielleicht herauskommt, sehen wir ja, dass wir tatsächlich in anderen Dynamiken stecken und dass wir mit den Kriterien, mit denen wir sozusagen nach dem Maastrichter Vertrag in den 90er Jahren unser europäisches Denken aufgebaut haben, dass offensichtlich diese Kriterien sich verschieben. Und deswegen würde ich als erstes mal sagen, dass es gar nicht darum geht, so zu polarisieren, willst du jetzt die Nation oder willst du die Region und dass wir das irgendwie gegeneinander spielen, sondern dass wir doch eigentlich nur sehen, oder ich würde das als Impuls für dieses Statement hier in die Runde geben, dass wir nach drei, also wenn mein Datum 1992 ist, Ever Closer Union, ja, dass wir doch seitdem eine ganz große Verschiebung haben. Wir reden nicht mehr über Integration, wo die Staaten die Akteure sind, sondern wir reden zunehmend von europäischer Demokratie. Wir machen gerade eine Zukunftskonferenz. Wir befragen die europäischen BürgerInnen. Das war zum Beispiel in den 92er Jahren, wo ich bei Wolfgang Schäuble im Bundestag war, hat keiner von den europäischen BürgerInnen geredet. Ja, also wir haben von der deutsch-französischen Kooperation geredet oder meinetwegen noch von den Balkanstaaten und ob wir die jetzt aufnehmen und wie schnell und die Visegrad-Staaten. Aber allein der Begriff des europäischen Bürgers hat sich einfach über 30 Jahre entwickelt und jetzt ist er da. Und jetzt kann man mal fragen, genau wie die Region, warum sind denn jetzt diese beiden Begriffe da? Und ich würde tatsächlich sagen wollen, das hat ja Herr Lamberts eigentlich schon in seiner ihm eigenen Art sehr schön beschrieben, dass man eben kein Dach bauen kann ohne Träger. Ja, und das wurde ja eigentlich gemacht. Also 92 onwards auf den Staaten Europa bauen und dann geht das schief. Wir machen die Verfassung, sie scheitert in Frankreich, sie scheitert in den Niederlanden, dann kommt die Bankenkrise. Und das ist ja eigentlich der Moment vor 10 Jahren. Die Bankenkrise war ja der erste Moment, wo sozusagen die europäischen BürgerInnen auf der Straße waren. Indignatius, Stefan, Essel, so geht es nicht. Wir wollen irgendwie Europa, aber ein anderes Europa. Und zufällig oder auch nicht zufällig war ja sozusagen der Moment der Bankenkrise auch der Moment, wo zum Beispiel in Katalanien, in Barcelona, die ersten großen Demonstrationen waren. Die waren ja so um 2012.
Und zufällig kommt dann über den Brexit, wo ein Land, ein Staat aus der EU austritt 2016, eine schottische Dynamik in den europäischen Diskursraum. Ja? Ich sehe also eigentlich nur über 30 Jahre eine für mich tatsächlich sehr interessante Verschiebung von Diskursarenen, von Begriffen, von Semantiken und eben von Akteuren. Und wir reden heute nicht mehr über Staaten und Integration, sondern vermehrt über die europäische Demokratie und damit Bürger. Wir verschieben also die Akteure auch von den staatlichen und damit den diplomatischen Akteuren auf die europäischen Bürger. Wir haben jetzt diese Zukunftskonferenz. Interessant auch, dass wir jetzt die Bürger direkt befragen. Das haben wir ja vor dem Europäischen Verfassungskonvent nicht gemacht, weil im Verfassungskonvent waren ja Vertreter der Nationalstaaten im Europäischen Verfassungskonvent. Das heißt, wir haben offensichtlich innerhalb von 20 Jahren dieses Europa von unten eigentlich ja schon gemacht oder wir sind mittendrin, ja, weil jetzt machen wir das. Es gibt ja auch nicht nur diese Zukunftskonferenz, die Frau von der Leyen jetzt am Sonntag beginnen wird und wo die Plattform der Europäischen Kommission schon freigeschaltet ist, wo also jeder europäische Bürger auf 1500 Zeichen reinschreiben kann, was ist mein Wunsch für Europa, sondern es gibt, wenn ich das sagen darf, ja auch ein sogenanntes Aktionsbündnis von rund 60 europäischen NGOs. Das nennt sich Hashtag CTOE, Citizens Takeover Europe. Und die machen das ja. Also Europa von unten heißt bei Citizens Takeover, dass die jeden Mittwoch seit einem Jahr, die Konferenz hätte ja schon letztes Jahr losgehen sollen, jeden Mittwoch von 10 bis 12 im Internet sitzen als Citizens Assembly und an einer europäischen Verfassung schreiben. Und man kann ja nur wünschen, dass im Grunde dieses EU-Dach, was wir haben, und was halt sozusagen die EU-Zukunftskonferenz ein bisschen top-down macht, dass sich das irgendwo trifft mit dem Citizens Takeover, die im Internet eigentlich schon längst die Bottom-up Europa von unten europäische Verfassung gestalten und die sich ja längst auch in regionale, lokale Untergruppen aufgeteilt haben. Damit bin ich eigentlich schon beim Ende. Wenn wir das so abbilden über 30 Jahre, diese Verschiebung von Integration auf Demokratie, von Staaten zu Bürgern, von Bundesstaatsdiskussionen zu Diskussionen über European Citizenship, also auch akademisch ist im Moment die Diskussion über, was das eigentlich sein soll, European Citizenship, für mich eine der spannendsten akademischen Diskussion. Warum? Weil da hängt ja die Frage der Souveränität extrem dran. Ja? Insofern, wenn wir über 30 Jahre diese Verschiebung beleuchten, dann stehen wir heute wo? Wir stehen bei einer Aufwertung der europäischen BürgerInnen. Wir stehen definitiv bei einer Aufwertung der Regionen. Wir stehen bei einer Neudefinition dessen, was das eigentlich heißt, European Citizenship. Und ich will damit überhaupt keine Breitseite schlagen gegen die Nation. Das Einzige, was ich gerne zum Abschluss hier in die Diskussion werfen würde, ist, dass wir eben meines Erachtens fälschlicherweise über lange Jahre so getan haben, als hinge die Identität an der Nation. Und das stimmt ja nicht, ja, weil die französische Nation kennt ja Korsen und kennt Bretonen. Die haben eine sehr unterschiedliche Sprache, sogar unterschiedliche Identitäten. Und ich darf Ihnen sagen, die Bretonen und die Korsen, die verstehen sich nicht so richtig gut, ja. Sie sind aber heute zusammen in der République Française. Und was sie in der République Française eint, ist eben nicht die Identität, nicht mal die Sprache, sondern was sie eint, ist, dass sie das gleiche Recht genießen. Und da kann ich jetzt eine Brücke schlagen zu dem, was Herr Wessels eben gesagt hat, ja. Die Rechtsgleichheit im politischen System der Bürgerinnen und Bürger und die Rechtsgleichheit der Bürger auch beim Faktor Wahl. Wie bin ich repräsentiert? Luxemburg oder Köln? Köln ist viel größer als Luxemburg und so weiter und so fort. Warum ist Köln kein Nationalstaat? Ja? Sind Städte Einheiten und so weiter und so weiter? Diese Fragen liegen jetzt alle da. Und ich glaube aber, wenn wir verstanden haben, dass wir den Begriff der Nation nicht mehr eine Identität bilden, sondern dass wir mit Marcel Mauss, ich bin gerade sehr begeistert von den Büchern von Marcel Mauss, einem französischen Soziologen, La Nation, Le Sens pour le Social, das hat er schon 1923 geschrieben, da definiert Marcel Mauss die Nation als diejenigen, die die soziale Frage gemeinsam entscheiden, die die soziale Frage gemeinsam beantworten. Und wenn das die Definition von Nation ist, dann bin ich ja total dabei. Dann müsste nämlich die Antwort sein, dass Europa, zumal jetzt nach der Pandemie, die soziale Frage gemeinsam beantwortet.
Und ich würde sogar sagen, wir sind mitten in diesem Prozess. Wir haben in der deutschen Ratspräsidentschaft gesprochen über eine europäische Arbeitslosenrückversicherung. Wir haben eine soziale Säule durch die Pandemie. Wir haben Pandemic Health Scheme. Wir haben diesen Rescue Package. Ja, damit die Frage der europäischen Steuern ist gestellt. Das heißt, wir kommen in diesem Bereich die soziale Frage gemeinsam beantworten, in Europa meines Erachtens gerade ziemlich voran. Und wenn das die Definition von Nation ist, dann sind wir ja, wenn man das so definiert, eigentlich in einem Prozess der Nationenwerdung Europas. Gleichzeitig stärken wir die Bürger. Die Bürger sind der Souverän. Und gleichzeitig denken wir darüber nach, und das hat Herr Lamberts im RDR und viele andere schon lange gemacht, gleichzeitig denken wir darüber nach, was ist denn eine intelligente zweite Kammer? Ist eine intelligente zweite Kammer, wenn wir sagen, wir haben übermorgen das Europäische Parlament, One Person, One Vote, ist dann die intelligente zweite Kammer Deutschland zu Malta? Oder ist die intelligentere zweite Kammer Köln und Barcelona und Turin und meinetwegen Thüringen, wo es nicht so eine große Stadt gibt? Ja? Das können wir uns ja dann ausdenken. Und deswegen sage ich nochmal, ich beobachte einfach nur eine ziemlich eindrückliche Verschiebung der Europadiskussion und ihrer Begriffe. Ich freue mich, dass wir wegkommen von den Staaten als Akteuren hin zu den Bürgern. Ich freue mich, dass wir wegkommen vom Begriff der Integration und hinkommen zum Begriff der Demokratie. Und ich freue mich, dass wir hinkommen zu einer Koppelung von Region, Identität und vielleicht Region oder auch Städten als Elementen für eine zweite Kammer. Und ich freue mich, dass wir langsam verstehen, dass das Soziale, dass das Nationale, der Nationalstaat viel mehr an die soziale Komponente gekoppelt ist als an die Identität. Wenn diese Elemente alle zusammenkommen, dann bin ich eigentlich konfident, dass wir auf diesen Neudefinitionen und diesen neuen Begrifflichkeiten Europa sehr schön von unten bauen und das Dach dann drüber setzen. Vielen Dank an dich, Ulrike. Bevor ich jetzt in die nächste Fragerunde reingehe, will ich auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, schreiben Sie einfach Ihre Fragen, Ihre Überlegungen auch in den Chat rein oder melden Sie sich eben auch dann über diese Teilnehmerfunktion. Jetzt hatte nämlich gerade schon Ulrike Groh eine ganze Reihe von Dingen gesagt, die sie sehr positiv einschätzt, wo man gar nicht unbedingt dann die Regionen für alles braucht, aber du hast sozusagen jetzt sehr, sehr erstaunlich auch nochmal sehr stark dann doch auch für die Leistungsfähigkeit hier des Nationalstaates, um von unten zu bauen, plädiert. Deshalb will ich jetzt erst nochmal das Wort an Herrn Lamberts zurückgeben. Wo sehen Sie denn, dass es auch für die Regionen in Europa gut läuft? Weil unser Ansatz ist natürlich oft immer zu sagen, erstmal, was funktioniert nicht, wo sieht es nicht so gut aus. Also jetzt auch erst nochmal auch zu gucken, was läuft denn eigentlich ganz gut? Wo würden Sie auch sehen mit Ihrem langen Blick auf die europapolitischen Debatten aus der regionalen Perspektive, dass da auch viel erreicht ist? Bitte schön, Herr Lamberts. Ja, in Europa läuft auch einiges gut. Das wäre ja auch ganz schlimm, wenn dem nicht so wäre. Und wenn man mit einem Helikopterblick auf die Entwicklung schaut, in Raum und in der Zeit, dann wird man schon feststellen, dass im Vergleich zur Gründung Europas heute die Gebietskörperschaften insgesamt und die Regionen im Besonderen eine sehr viel bedeutendere Rolle, eine bessere Position einnehmen, als das zu Beginn der europäischen Entwicklung war. Das alles ist aber immer Teil eines Ganzen. Solange ich dieses skurrile Bermuda-Dreieck der Entscheidungsfindung in Europa zwischen Parlament, Ministerrat und Kommission, das ist nur ein Quadratkilometer in Brüssel, aber das ist ein wirkliches Bermuda-Dreieck, nicht umkremple und da neu ordne und zu effizienteren Entscheidungsfindungen kommen, solange ich an Einstimmigkeitsprinzipien, juristisch oder politisch festhänge, so lange wird das alles sich nicht wirklich entwickeln. Was wir erlebt haben, ist, dass die Regionen in Europa
sich ihren Weg gesucht haben. Und ich halte nicht viel davon, die Arbeit der Landesvertretungen in Brüssel ins Lächerliche zu ziehen. Ich habe die Entwicklung der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen seit Beginn persönlich erlebt. Von Herrn Schreiber damals mit 3-4 Leuten bis zu dem jetzt sehr effizienten Team, das augenblicklich da arbeitet, dem zwar nicht das Klein Neuschwanstein da zur Verfügung steht wie den Bayern, aber die eine sehr operationelle Tätigkeit da haben. Und da wird ganz konkret gearbeitet, in vielfältiger Weise. Der Ausschuss der Regionen hat noch nie die Atombombe gezündet des Weges zum EuGH in Sachen Subsidiarität. Ja, da bin ich eigentlich bis jetzt sehr froh gewesen. Denn wenn ich diesen Weg gehe, gegen einen Entwurf der EU-Kommission vor den EuGH, dann muss ich auch sicher sein, dass ich gewinne. Wenn ich nämlich nur, weil ich das darf, endlich mal dann mein Glücksgefühl darin zusammenfasse, dass ich dort mal geklagt habe und dann auf die Nase falle, abgelehnt werde, dann schade ich dem Ganzen sehr. Die Drohung vor den EuGH zu gehen, ist sehr viel wirkungsvoller als das effektive dorthin gehen, denn einen effektiven, auch nach der vermuteten und effektiven Rechtsprechung des EuGH zu erwartenden Entscheidung dort, das ist eine ganz komplexe Geschichte. Ehe der EuGH das Subsidiaritätsprinzip gegen einen Entwurf da wirklich zum Zuge kommen lässt, da muss die Kommission schon sehr schlampig vorbereitet haben. Es ist viel sinnvoller, die Arbeit einzubringen in die Diskussion mit der Kommission im vorlegislativen Verfahren. Man kann dann auch, wenn man will, mit diesem nicht sehr effizienten Kartenspielen da wie beim Fußball mit gelben, roten Karten herumwedeln. Das ist nicht das Optimale bei der Subsidiaritätskontrolle. Aber man muss vor allem dann Einfluss ausüben auch noch auf die Trilogphase. Das sind die Dinge, die man machen muss. Das geschieht nicht vor laufenden Kameras. Das ist sehr diskret. Ich könnte im Detail erklären, wie beim Zustandekommen des jetzigen MFF, des mittelfristigen Finanzrahmens, intensiv die regionale Ebene sich hat mit einbringen können bei der Vorbereitung. Viele Dinge, die ursprünglich vorgesehen waren, sind nicht so gekommen, wie sie geplant waren, dank dieser Arbeit. Und bei vielen, ja bei allen Projekten, die dem ADR vorgelegt werden zur Begutachtung, er muss ja befragt werden, allem, was die Gebietskörperschaften betrifft, wird jedes Mal die Frage der Subsidiarität geprüft. Und da kommen dann auch immer wieder Anregungen. Ich habe hier hinter mir nicht nur dieses schöne Gemälde hängen, sondern auch noch sehr viel Papierhaufen. Da ist einer, wo aus den 25 Jahren ADR-Arbeit mal aufgezählt wird, was alles durch einzelne Stellungnahmen dann bewirkt worden ist. Das ist nicht spektakulär, aber das ist Kleinarbeit. Und wie stark die Regionen dann sind, das hängt natürlich von dem Entscheidungssystem generell ab. Ich bin kein Befürworter einer dritten Kammer, die jetzt hinzukäme zu dem ganzen Schlamassel, den wir jetzt schon im Entscheidungsfindungsprozess haben. Wir müssen das Ganze neu ordnen. Dann könnte ich mir eine zweite Kammer vorstellen, wo regionale und nationale Parlamente vertreten sind. Aber das ganz massive, kleine Arbeiten am Alltag, das ist das, worauf es ankommt, wo einiges erreicht werden kann. Und die Stärke der Region hängt natürlich von der innerstaatlichen Situation ab. Ich habe geschmunzelt, als Herr Wessels eben von den Asterix-Leuten in der Wallonie sprach, die CETA da zum Rütteln gebracht haben. Ja, man muss die innerbelgische Rechtslage kennen. Der belgische Staat kann einem solchen Abkommen nicht beitreten, wenn es ein gemischtes Abkommen ist, das auch innerstaatliche Zustimmung bedarf, wenn die einzelnen Gliedstaaten dem nicht zustimmen. In Belgien sieht die Verfassung vor, dass das jeder Gliedstaat, sogar die kleine deutschsprachige Gemeinschaft, einzeln macht. In Deutschland macht das der Bundesrat, das sind unterschiedliche Dinge, aber es ist nichts Skurriles, es ist auch nichts Europäisches, es ist ganz einfach eine Fehleinschätzung des damaligen belgischen Premierministers gewesen, nicht früh genug mit den Gliedstaaten sich dazu einigen, sondern blockiert worden. Das hat aber seiner Laufbahn nicht fundamental geschadet, denn mittlerweile ist er ja Präsident des Europäischen Rates. Aber diese Vielfalt der Situation ist natürlich eine Komplikation. Und wenn man jetzt da wirklich strukturell was verbessern will,
bei der Mitsprache der Region. Da muss man sehr ins Detail gehen, da gibt es sehr viele Vorschläge. Aber da bin ich kein Befürworter revolutionärer Ansätze. Ich bin eher dafür, dass man ganz pragmatisch versucht, den Einfluss der Regionen zu verbessern, im prälegislativen Verfahren, die Kommission mal auf den Tisch legt, denn wenn der Text mal da ist, dann muss man immer noch nachdackeln. Und vor allem in der Blackbox. Denn richtig ernst wird es ja in Europa erst, wenn sich die Türen des Trilogs öffnen, wenn dahinter verschlossene Türen, die jetzt ein bisschen offener geworden sind durch den EuGH-Beschluss, da dann gemauschelt wird. Da muss man mit rein und da könnte ich Ihnen auch sagen, wie wir das in gewissen Sachen gemacht haben, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das in dieser sehr vertraulichen Runde hier wirklich machen würde, denn manchmal ist es besser, man weiß, wie es geht und man erzählt es nicht zu laut. Dankeschön, Herr Lamberts. Ich will da gerade noch eine Nachfrage stellen. Würden Sie denn in dieser legislativen Mitwirkung die Hauptaufgabe des Ausschusses der Regionen sehen? Weil auch das diskutieren wir ja auch in der Forschung. Wir wissen, legislativ wird ja immer als schwach eingeschätzt. Sie haben jetzt gesagt, na, schon ein bisschen komplizierter. Aber vielfach wird ja auch die Rolle darin gesehen, in den anderen Aufgaben, die der ADR übernimmt. Also wo sehen Sie da den Beitrag des ADR auch jenseits des legislativen Mitwirkens? Also ich bin nicht fixiert auf die Idee, dass jetzt der ADR europäischen Richtlinien und Verordnungen zustimmen müsste und da ein Veto-Player wird. Wir haben schon genug Veto-Player zur jetzigen Zeit. Ich könnte mir insgesamt ein Modell vorstellen, wo eine zweite Kammer eine Rolle spielt, aber dann muss man den Ministerrat ein bisschen umkrempeln zuerst mal. Wichtig ist, dass Einfluss ausgeübt werden kann, aber nicht in der Form klassischen Lobbyismus, sondern als wirkliche dritte Dimension des europäischen Gemeinwesens beim Ausdenken und Konzipieren von Lösungen. Da muss zusammengearbeitet werden und das ist sehr frühzeitig, da spielt die Kommission eine große Rolle, da sind aber auch die Arbeiten, die Initiativstellungnahmen des Parlaments oder die Komitologie des Ministerrates da bringt, wichtig. Da muss man überall mit dabei sein und es immer wieder schaffen, die Position der Gebietskörperschaften hinzukriegen. Und das ist natürlich so, dass vielleicht Mazedonien und Nordrhein-Westfalen nicht immer dieselbe Position vertreten. Und dass ein Unterschied besteht zwischen Wemperat in Luxemburg und der Weltstadt Köln, das ist auch richtig. Aber was ich feststelle, dass während vielen Jahrzehnten, dass über alle politischen und nationalen Unterschiede hinaus man sich sehr oft im ADR einigen kann, weil man ganz einfach anders gepolt ist. Dort werden die Dinge angeschaut, nicht wie sie genial entworfen, für ganz Europa konzipiert und das Beste der Welt sein können, sondern wie das womöglich vor Ort ganz konkret funktionieren könnte. Bei der Digitalisierung, bei der Mobilität, bei der Energiewende, bei der Asylpolitik. Und da ist man sich oft sehr, sehr schnell einig, auch wenn es natürlich in gewissen Sachen und leider zunehmend durch die Erstarkung populistischer Kräfte dann auch bestimmte Unterschiede gibt. Aber da ist schon ein richtiger Mehrwert vorhanden und da geht es nicht nur darum, jetzt mehr Macht zu bekommen, es geht darum, Druck zu machen und von der Pertinenz der Dinge vor Ort zu überzeugen und dafür zu sorgen, dass in diesem Sinne möglichst positiv für die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger entschieden wird. Dankeschön, Herr Lamberts. Ich würde gerne das Wort an Sie, Herr Wessels, weitergeben, weil Sie sind jetzt mit ein paar Anmerkungen von Herrn Lamberts auch schon direkt angesprochen worden. Und ich will das gerne auch verbinden mit ersten Fragen und Anmerkungen aus dem Chat, weil da geht nämlich auch direkt die Frage an Sie, Herr Wessels, wie Sie sich denn vorstellen, unter welchen Bedingungen dann auch die Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen ihrem verfassungsrechtlichen Auftrag gerecht werden können, an wichtigen politischen Entscheidungen in Europa tatsächlich mitzuwirken und die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Es wird auch hier daran erinnert, dass ja auch in der baden-württembergischen Präambel die Mitwirkung an einem Europa der Regionen festgeschrieben ist, auch in der Landesverfassung anderer Länder.
wie etwa auch Sachsen, NRW, glaube ich sogar auch. Also wie könnte denn dann Ihrer Meinung nach, sollte das eigentlich aussehen, in diese Richtung zu gehen, dass Regionen hier auch ihrem verfassungsrechtlichen Auftrag, den sie zum Teil haben oder den sie auch wahrnehmen wollen, weil sie sich als Nationen fühlen, wenn wir an Katalonien, Schottland denken, beide schon erwähnt worden, die sich ja nicht als Regionen klassifizieren lassen würden. Also wie sollte das aussehen, Herr Wessels? Was sind Ihre Vorstellungen? Ja, lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich das sehr gut finde, was Herr Lamberts gerade ausgeführt hat. Das bestätigt, was verschiedene Forscher immer wieder versuchen herauszuarbeiten. Und ich freue mich geradezu, dass das, was wir von außen versuchen nachzuvollziehen, dann auch von denjenigen, die es auch gestalten, so dargestellt wird. Also ich glaube, an dem Punkt haben wir keinen Unterschied. Ich würde trotzdem noch mal auf den Fall Wallonien eingehen. Natürlich ist mir klar, dass das verfassungsrechtlich nach der belgischen Verfassung so der Fall ist. Aber es bedeutet gleichzeitig, dass eben eine Region in einem Mitgliedstaat alle anderen durch ein Veto aufgehalten haben. Das muss man so sehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch bei den Regionen. Sie haben zu Recht, Herr Lamberts, ja darauf hingewiesen, dass da unterschiedliche Interessen bestehen. Also wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel während der Finanzkrise doch die nördlichen Staaten, und ich will gar nicht auf Deutschland eingehen, sondern wenn ich mal meine finnischen Kollegen mit angehört habe, doch große Probleme steht, Solidarität mit Griechenland zu zeigen. Wir haben jetzt ein Paket verabschiedet, wo Solidarität ganz im Vordergrund steht, also bei dem Next Generation EU mit den großen Summen, die für den Aufbau, Wiederaufbau oder Aufbau und die Resilienzfazilität vorgesehen sind. Auch da werden wir natürlich sehen, dass ganz unterschiedliche Interessen, Herr Lamberts hat das ja auch angeschnitten. Die Frage aus dem Chat richtet sich an, sagen wir mal, den Schwerpunkt, den ich mit meiner Forschung versuche zu verfolgen, nämlich wie der Europäische Rat, welche Rolle er spielt, welche Entscheidungen er trifft. Und da muss man sofort sagen, dass der Europäische Rat über das, was an sich in dem Vertrag drinsteht, in Lissabon, Entscheidungen de facto trifft, die nach dem Vertrag gar nicht bei ihm angesiedelt sind. Das wird dann nachgeholt, weil dann der Rat entscheidet. Also bei dem Finanzpaket seit Delors, also seit den 80er Jahren, entscheidet immer der Europäische Rat, obwohl in dem Artikel im Vertrag der Europäische Rat in dem Punkt gar nicht erwähnt wird. Nicht? Man sieht hier eine Verschiebung und das ist in der Tat eine Frage, die man nochmal nachhaltiger stellen muss. Formal juristisch, ich sage das jetzt als Nicht-Jurist, ich weiß nicht, ob das ganz korrekt ist, was in juristischer Sicht, formal juristisch läuft dann alles in Anführungszeichen vertragskonform. Aber man sieht, wie hier die Entscheidung gefällt wird. Ich teile auch, was Herr Lambert sagt, zu dem Trilog. Auch da gibt es ja doch viele Forschungen von Kolleginnen und Kollegen. Und in der Tat haben ja Parlament und Rat gesagt, wenn wir hinter verschlossenen Türen einen Kompromiss finden, dann erleichtert uns das die Arbeit. Wir brauchen keine drei Lesungen, sondern wir machen das alles in der ersten Lesung. Es ist ganz spannend, mal die Statistiken sich anzuschauen, dass ja praktisch, ich glaube, im 2019, ich glaube, fast keine Gesetzesakt in eine zweite Lesung überhaupt gegangen ist, sondern alle in der ersten Lesung verabschiedet worden, durch den Trialog hinter verschlossenen Türen. Man kann argumentieren, da wird ein Konsens hergestellt und das ist dann auch tragbar. Wie die Länder auf die Frage an den Entscheidungen des Europäischen Rats mitwirken können, das muss jeweils national gesehen werden. Und wir haben ja den Einspruch des Bundesrats oder die Rechte des Bundesrats, alle Vertragsveränderungen verabschieden zu müssen und zu können. Und der Bundesrat hat denen bisher immer zugestimmt. Also die politische Landschaft in der Bundesrepublik und ich will in vielen anderen Staaten, ist ja nicht so, dass man sagt, da ist ein Problem mit der unteren Ebene, die hätte mitwirken müssen. Die Umsetzung natürlich muss da geschehen. Auch da gebe ich Herrn Lamberts recht. Und ich denke auch, dass etwa in Nordrhein-Westfalen das sehr aufmerksam verfolgt wird. Ich denke in vielen anderen Regionen und Kommunen auch. Ist alles mühsam, weil es schwer nachzuvollziehen ist. Aber ich denke, da wird einiges doch geleistet.
Frau Gero, ich würde ganz gerne nochmal auf einige Ihrer Begriffe gehen, weil das ja in der wissenschaftlichen Diskussion doch immer wieder in Frage gestellt wird, wie wir so etwas wie Identität definieren. Wie definieren wir Demokratie? Wie definieren wir Souveränität? Also wenn hier die Frage nach Katalonien gestellt wird, dann sehe ich das als ein imagined community, wie das ein angelsächsischer Autor sagt, dass man über Jahrhunderte sich als Katalone fühlt, jetzt unabhängig vom Sozialsystem. Das ist eine Entwicklung. Braudel hat ja sehr schön nachgewiesen im französischen Fall, den Sie angesprochen haben, dass in der Tat im Ersten Weltkrieg einige französische Soldaten sich nicht untereinander verständigen konnten, weil sie unterschiedliche Sprachen nicht zusammenkamen. Übrigens in Italien muss es dasselbe gewesen sein im Ersten Weltkrieg. Also in der Tat, Regionen haben eine Rolle gespielt und Nationalstaaten sind ja nicht vom Himmel gefallen. Und da würde ich sofort zustimmen und sind in der Entwicklung. Wir müssen sehen, jetzt auch kommt die Demokratie bis hin, was wir als Bürgerinnen und Bürger als die geeignete Form sehen, wie unsere Entscheidung zur Klimapolitik, zum digitalen Europa in der geopolitischen Konstruktion oder geopolitischen Entwicklung, in denen wir sind, welche Ebene da die geeignete ist und wo wir zusammenkommen im besten Interesse. Hier würde ein Kollege gesagt haben, Herr Scharf, wir sprechen von Output Legitimacy manchmal. Ne? Also manche Bürger werden sagen, Hauptsache, da wird eine Entscheidung getroffen, die einigermaßen vernünftig ist, mit der ich einigermaßen leben kann, als ein langwierigen Prozess, bei dem man am Schluss nicht weiß, wer was auch verantwortet hat. Ich glaube, da müssen wir wirklich ganz grundsätzlich an die Sachen herangehen. Wo wird unsere Identität definiert? Also ich gehe davon aus, ich sage nur mal mit dem Hintergrund des Kölner Doms, ich habe sicher verschiedenste Identitäten, sowohl politischer Art, Köln, wenn Sie wollen, Rheinland, vielleicht noch weniger als NRW, aber sagen wir mal so spielerisch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa, die Welt. Das darf man nicht vergessen. Ich fühle mich auch als globaler Bürger. Und wenn man Klimaschutz sieht oder auch die Epidemie, ist das ja klar, dass wir alle sehr stark voneinander und miteinander abhängig sind. Das ist ja ganz klar. Ich fühle mich auch in der Identität, Frau Abels, mit Ihnen als Wissenschaftler, der mit Europa sich beschäftigt. Ich habe eine gewisse Identität mit einer Religionsgemeinschaft, in der ich hineingetauft wurde, auch wenn das manchmal etwas stärker zu diskutieren ist. Aber man hat ja verschiedene Identitäten oder verschiedene Orientierungspunkte. Und das trifft ja auch viele Bürgerinnen und Bürger zu. Vielleicht nicht viele, aber doch verschiedene. Und das ist, glaube ich, für uns bei Europa wichtig. Wie gestalten wir gemeinsam die Identität? Und hier komme ich auf die Konferenz für die Zukunft Europas zu sprechen. Ich darf vielleicht doch historisch darauf hinweisen, Frau Groh, dass Sie jetzt auch zu den Spinellisten gehören. Also Spinelli hat ja unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg schon diese Beteiligung der Bürger gefordert. Und die Europa-Union und Föderalisten waren ja immer auf dessen Seiten, auch wenn wir nicht so gehört wurden. Da gebe ich Ihnen sofort zu. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass wir in Europa diese Art von Gemeinschaftsidentität entwickeln. Und die Aktivitäten, die Sie da beschrieben haben, meines Erachtens tragen ja dazu bei, genauso wie unsere Aktivitäten als Wissenschaftler. Wir sind ja auch als Europawissenschaftler im Grunde genommen international verlinkt. Und ich habe manchmal vielleicht mehr Kontakte mit nicht-deutschen Kollegen und Kollegen als mit Deutschen. Das hängt mir hier von Situationen ab. Also wie können wir das so gestalten, dass da ein gemeinsames Verantwortungsgefühl entsteht, ne? Dass wir hier einen gemeinsamen europäischen Diskurs haben. La grande débat européenne, haben die Franzosen immer so gern gesagt. La grande débat européenne, wie schaffen wir das? Da habe ich aber, und ich finde, das sollten wir jetzt nutzen, nur ich habe mir mal durchgelesen in einer Stunde, wo ich mehr Ruhe hatte, die Verfahren, die da verabschiedet worden sind. Und Frau Groh wies ja darauf hin, dass Frau von der Leyen das öffnen wird mit den Präsidenten des Rats und des Parlaments oder beziehungsweise die Resolution, die Erklärung, wie man vorgehen will, gemeinsam unterschrieben haben. Also das ist ja schlimmster, Herr Lamberts, das, was Sie sagen wollen, also die schlimmste Form, wie Kommission, Rat, Parlament sich gegenseitig blockieren, der Exekutivausschuss, der
einstimmig oder im Konsens entscheiden muss, soll am Schluss aus einer Plenarversammlung irgendwas zusammenfassen. Also hier bin ich beunruhigt, dass das alles, was wir sinnvoll einbringen und versuchen zusammenzubringen, dann doch in eine Form gegossen wird, wo wir nachher nur sagen, war das wirklich ein demokratisches Verfahren? Das müssen wir dann sehen. Wir können vielleicht die Hoffnung aussprechen, dass das nicht ganz so läuft, wie ich es in den Text hineingelesen habe. Sowas wird ja auch dann in der Tagesarbeit immer interpretiert und weiterentwickelt. Nur das Verfahren als solches, wie es jetzt ist, und wir wissen, warum es ja ein Jahr später ist, das lag nicht nur an der Pandemie, sondern weil einige Mitgliedstaaten, so wie man das hört, verhindern wollten, dass ein führender EP-Parlamentarier, ein Landesgenosse von Ihnen, Herr Lamperts, da eine führende Rolle bekam. Den wollte man verhindern. Das hat dann ein Jahr gebraucht. Also da kann man wirklich nur den Kopf schütteln und sagen, in welcher Konstellation leben und arbeiten wir. Aber ich will auf die Probleme hinweisen. Nicht? Also wir werden weiterhin diese Kontrolle durch die drei Institutionen haben. Der Exekutivrat setzt sich aus denen zusammen. Herr Lamperts, der Regionalausschuss oder Ausschuss der Region wird ja beteiligt irgendwie. Bin mal gespannt, wie das dann im Einzelnen aussieht. Also meine Prognose vielleicht etwas zu eng interpretiert aus dem, was man da abliest und aus der Geschichte, wie das entstanden ist, ist eben, dass das nicht die große Grand Débat européen werden kann, weil es so kontrolliert werden kann. Und übrigens, das war es ja auch beim Verfassungskonvent. Der Europäische Rat hat da ja ganz eindeutig Vorgaben gemacht über den Präsidenten, über das Präsidium, hat dann auch gesagt, jetzt müsst ihr aufhören zu diskutieren und hat dann den Entwurf auch nochmal leicht adaptiert. Also das ist dann eine mögliche Entwicklung, die wir nicht so für gut halten könnten und sollten und wo wir auch klar Stellung zu beziehen sollten. Dankeschön, Herr Wessels. Im Chat ist auch nochmal der Hinweis auch auf die Info-Initiative des Europäischen Parlaments gemeinsam für Europa oder auch das Parlament, um es nicht dem Rat oder der Kommission zu überlassen, auch nochmal initiativ wird. Und wir haben heute Nachmittag gehört, interessanterweise von Wolfgang Petzelt aus dem Ausschuss der Regionen, dass am nächsten Sonntag der ADR 2 Stunden bevor sich von der Leyen die Rats-, also Präsidenten der drei Organisationen treffen und die Eröffnung machen, der ADR, weil er nicht dabei ist, 2 Stunden vorher in Straßburg ein Ereignis macht zur Eröffnung auch der Konferenz. Also interessante auch institutionelle Konkurrenzen, die hier ablaufen und davon werden wir in der Konferenz sicherlich viele sehen. Ich will das an Frau Felder gerne weitergeben, also auch, weil sie ja auch in der JEF sind, junge Generation, die soll explizit bei der Konferenz stark berücksichtigt werden, bei diesen Konferenzen, die zumindest transnational auf europäischer Ebene sind, ist ja der Vorschlag, so wie er auf dem Tisch liegt, 1/3 sollen Menschen zwischen 16 und 25 sein, um das auch zum Zukunftsprojekt zu machen, der jungen Generation und nicht dann nur wieder die alten Männer und dann auch Frauen mit da am Tisch sitzen. Also wie diskutieren Sie das auch innerhalb der JEF? Die hat natürlich einen Bias, klar, weil sie schon proeuropäisch ist. Aber was sind da auch Ihre Erwartungen? Wie diskutieren Sie das? Wie wird da auch die Frage der Konferenz, auch die Rolle von Identitätsbildung durch so eine Konferenz eben auch diskutiert? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die uns natürlich gerade als Personen, die oft auch im Austausch stehen mit Menschen, die wenig Bezug haben zu diesem Dach, von dem wir ganz viel reden. Da hat sich mir jetzt auch im Laufe der Diskussion so ein bisschen die Frage ergeben, für wen ist das Dach denn überhaupt sozusagen ein Dach und für wen nicht und wen nehmen wir da eigentlich nicht mit runter oder wer fällt da so ein bisschen hinten runter? Und da gibt es ja auch von der JEF dieses Statement, dass es natürlich bedauerlich ist, dass es halt jetzt einfach ein ganzes Jahr gedauert hat, bis man sich einigen konnte, wie diese ganze Konferenz denn überhaupt ablaufen konnte. Das wurde von unserer Seite ja dann auch mit einem Statement
entsprechend gerügt, dass es halt auch Zeitverschwendung ist und man hält jetzt ja auch sehr an dem Ende fest, das ja im Frühjahr nächstes Jahr trotzdem immer noch sein soll. Das heißt, man hat jetzt insgesamt ein Jahr weniger Zeit und also in meiner Wahrnehmung, obwohl ich ja sehr viel auch in diesen zumindest auch wissenschaftlichen europapolitischen Debatten drin bin, war das überhaupt gar kein Thema dieses Jahr überaus. Und man hat sich jetzt ganz explizit mit Leuten, die da vielleicht in Brüssel vor Ort drinstecken und was drüber wissen. Also man hat auch sehr wenig darüber gehört, selbst wenn man sehr europaphil ist und sehr viel mit der JEF zu tun hat und dann auch zu dem Thema forscht. Und das fand ich schon ein bisschen bedenklich, dass man einfach so, es kam mir so ein bisschen wie so eine Warteschleife vor, jetzt passiert natürlich was. Und es gibt ja auch diese verschiedenen Formate dann. Also es gibt ja nicht nur diese digitale Plattform, die ich denke auch eine gute Methode ist, dass jede Bürgerin einfach tätig werden kann und jetzt auch keine Person oder keinen Kanal braucht, um da tätig zu werden, sondern dass man einfach direkt tätig werden kann auf dieser Plattform, vorausgesetzt, man hört natürlich von dieser Plattform. Und da jetzt auch im Chat die Initiative Gemeinsam für Europa fehlt, die ist mir natürlich auch ein Begriff. Und in dem Kontext vielleicht auch noch die Initiative interessant, Europa in meiner Region, You in My Region, die ja auch anlässlich des Jubiläums von Interreg, das jetzt ja 30 Jahre alt wurde, auch gelauncht wurde. Und da gibt es auch ganz viele interessante Dinge und interaktive Karten, wo man in seinen Landkreis reinzoomen kann, was die EU denn gemeinsam mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften vor Ort eben alles stemmt und wo die EU überhaupt präsent ist. Und das gibt es alles, aber ich glaube, das kommt irgendwie nicht so an. Also das Dach ist irgendwie super weit weg und vielleicht haben wir halt ein extrem hohes, wenn man jetzt wieder mit dieser Metapher sprechen will, ein sehr hohes Haus, wo ich einfach nie da hochkomme und es super schwierig ist, da hinzukommen. Und auch dieses Spannungsfeld, das jetzt deutlich würde, dass ich halt zum einen die Region brauche, weil sie für mehr Bürgernähe sorgen würden, wenn ich einfach die regionale Ebene mitdenke als dritte Ebene. Aber gleichzeitig, wenn ich sie eben einbeziehe und auch institutionell das mache, dann wird die Komplexität dadurch ja nicht geringer. Und das ist, glaube ich, ein schwieriges, schwierig zu lösen, weil ich muss irgendwie diese Ebene mit einbinden, weil sie am nächsten an den Bürgern dran ist, auch was ja Herr Wessels meinte oder jetzt auch schon mehrfach gefallen ist, weil dort unsere Identität oft verankert ist und jeder von uns, der sich auch zunächst mal mit der Region oder mit dem Ort, an dem man lebt, eben identifiziert und dann irgendwann diese ganzen anderen Ebenen kommen. Deswegen finde ich es super schwierig, da irgendwie eine Lösung zu finden, dass man diese Bürgernähe hat und gleichzeitig diese Komplexität, die wird sich ja nicht reduzieren. Und es fiel ja dann auch ganz viel von Herrn Lamberts, diese Beispiele, wie viel kleinteilige Entscheidungen eigentlich in Brüssel fallen. Und wenn man im EU-Komplex forscht, dann beschäftigt man sich ja auch mit diesen ganzen kleinteiligen Dingen. Und dann hat man aber gleichzeitig im Engagement wieder das Dilemma, dass Leute verschiedene Räte nicht unterscheiden können, weil es gibt ja sehr viele Räte. Und also ich habe selbst auch immer dieses Spannungsfeld, dass ich, wenn ich forsche, bin ich in dieser ganzen Komplexität drin und dann muss ich wieder raus und will mich aber auch mit Leuten austauschen, die ja auch ein gutes Recht haben, da ganz viel mitzubestimmen und dass nicht eben nur Leute in Brüssel sein können oder Leute, die jetzt in diesen ganzen akademischen Debatten verankert sind und auch sich viele verschiedene Definitionen überlegen von Subsidiarität, Legitimation und diese ganzen Dinge. Und das wird spannend. Also für uns als JEF, wir haben uns eben überlegt, dass man dieses Tool nutzt, um auch dezentrale Veranstaltungen zu stemmen. Und da würde ich eben auch immer appellieren, dass man auf Leute zugeht, die da auch vielleicht Kapazitäten haben. Also wir haben gute Erfahrungen auch, dass man mit der Stadt kooperiert. Und es gibt jetzt auch im Vorfeld natürlich des Europatags verschiedene Initiativen, wo wir zum Beispiel Quizveranstaltungen natürlich eben konform online veranstalten mit verschiedenen Zielgruppen, also zum einen mit SeniorInnen, aber dann auch mit Schülern, dass man da eben versucht, auf die mehr in die Breite zu gehen und sich nicht immer nur in seiner, ich würde jetzt mal sagen, JEF-Bubble auch oft da beschäftigt, sondern auch mal rausgeht und irgendwie Leute erreicht. Mit der Pandemie ist es viel, viel schwieriger geworden. Wir können halt jetzt nicht uns am Europatag, also könnte man, aber mit Anmeldung und dann muss man natürlich die ganzen Hygienemaßnahmen berücksichtigen, irgendwie eine Aktion auf dem Marktplatz oder so starten. Das war vorher auch einfacher und ich glaube,
Da hat uns jetzt das Coronavirus auch nochmal ordentlich Striche durch verschiedene Rechnungen gemacht, wie wir da mehr Bürgernähe erreichen wollten. Und da muss man jetzt die Tools, die da zur Verfügung gestellt werden, nutzen und dann auch einfach, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend ist, da dann auch noch Veranstaltungen einzuspeisen, die man plant. Aber ich glaube, wenn man sich schon die Mühe macht, Dinge zu veranstalten vor Ort, dann sollte man auch versuchen, dass möglichst viele Leute dann auch irgendwie dazukommen können und sich am besten auch gut vernetzen mit Leuten, denen Europa auch am Herzen liegt. Und da haben wir jetzt Glück in der Stadt, also in der Stadt Bamberg haben wir eben die Europareferentin der Stadt, die da auch sehr aktiv auf verschiedene Akteure zugeht und wo man dann über Europabezüge auch in der Stadt berichten kann. Und wir jetzt auch so eine Radtour entwickeln konnten durch die ganze Stadt, wo man an verschiedenen Orten von uns eingesprochen, kleine Infos zu Wissen über Europa oder was Europa eigentlich in der Stadt sozusagen macht. Also ich glaube, es gibt immer super viele Ideen und immer, wenn ich mich in den JEF-Kontext bewege, dann sind da immer ganz viele Ideen und das stimmt mich auch sehr positiv und ich glaube, dass man dieses Moment jetzt auf jeden Fall als JEF nutzen soll. Es ist natürlich bei aller Kritik trotzdem super toll, dass es das gibt und darauf sollte man auf jeden Fall sozusagen zu den Zielen, die man selbst als JEF auch verwirklichen will. Am Ende natürlich wäre schön, ein föderales Europa zu haben, aber das ist auf jeden Fall auch ein guter Meilenstein auf dem Weg dahin und den zu nutzen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und dafür brauchen wir aber auch die Unterstützung. Also das kann man dann nicht alleine machen, da muss man sich vernetzen, aber die JEF ist ja auch gut darin, das über nationalstaatliche Grenzen hinweg zu tun. Es gibt ja viele Sektionen, die im Twinning sich befinden. Wir machen das zum Beispiel mit Nord jetzt dann bald und vielleicht gibt es da ja auch eine Möglichkeit, zu dem Thema auch eine Veranstaltung zu machen und dann auch auf lokaler Ebene diese ganzen Fragen, um die es jetzt auch ging in der Diskussion, zu besprechen und die dann entsprechend einzuspeisen. Und wer weiß, vielleicht wird man auch zufällig ausgewählt, diese ganzen Bürgerforen, die es geben soll, die sind ja nach dem Zufallsprinzip und vielleicht hat man Glück und ist sogar da auch dabei und kann dann sogar direkt dort was einspeisen. Und bei aller Hoffnung ist dann dieser vorgesehene Feedback-Mechanismus dann auch wirksam und es passiert am Ende wirklich was. Weil das Motto der JEF ist ja auch immer, nicht nur Europa reden, sondern Europa machen. Deswegen würden wir uns halt wünschen, dass auch am Ende was bei rumkommt und das nicht so eine Übung wird im Zuhören, sondern dass dann am Ende auch irgendwie was daraus entsteht und den BürgerInnen auch gezeigt wird, okay, wenn wir uns beteiligen, dann hat es auch irgendwie eine Auswirkung. Ganz, ganz herzlichen Dank, das passt auch nochmal. Wir haben jetzt nur noch so maximal 10 Minuten Zeit, aber es passt auch nochmal zu einem wichtigen Hinweis, der auch im Chat kam, nämlich zu sagen, es gibt ganz, ganz viele Initiativen, aber das Problem ist ja auch immer der Verstetigung in sowas wie hier steht European House, in dem dann auch also Initiativen mal gebündelt werden können. Wir haben also wirklich viele Initiativen. Ulrike, du hattest vorhin auch dieses Citizens Takeover Europe erwähnt. Also wir haben ganz, ganz viele Initiativen, aber eben auch, wie stark ist das eigentlich dann auch zersplittert, die Frage der Verstetigung. Und es gibt auch nochmal die Nachfrage, ob hier nicht auch dieses Konzept der Bürgerinnenräte teilweise Abhilfe schaffen kann in der Phase 2 der Zukunftskonferenz. Da kann ich auch so sagen, es gibt auch vom Ausschuss der Regionen durchaus die Idee, ein permanentes Gremium zu schaffen für solche Formen der Bürgerbeteiligung und es nicht nur bei der Konferenz zu belassen. Ich gebe jetzt mal an Ulrike Gürow weiter. Bitte schön, Ulrike. Ich wollte dazu gleich sozusagen nur eine Kurzbemerkung machen. Ich sehe das alles auch. Ich sehe gerade wieder einmal, wie 2019, wo das im Zuge der Europawahlen, weil man ja befürchten musste, dass die Populisten durch die Decke gehen, gab es eine unglaubliche Mobilisierung und die hat auch funktioniert. Ja, es gab ja eine hohe Wahlbeteiligung und so weiter. Direkt nach den Europawahlen war aber Schluss mit der Mobilisierung. Direkt danach. Ja, ich weiß das, weil ich dann immer Projektanträge stelle und die Europawahl war im Mai und ab Juni hatte keine Stiftung mehr Geld für Europa, weil wir sind ja durchgekommen. So.
Was ich damit sagen will, ist, meine größte Befürchtung ist, dass wir jetzt in einer bestimmten Reihe von Leuten, also all die, die hier jetzt im Chat sind, die Regionen, Jeff, was auch immer, CTOE, ja, dass es jetzt ein riesengroßes Expectation Management gibt, eine große Erwartung an eine Zukunftskonferenz, wo nicht ganz klar ist, was die überhaupt leisten kann, wie es am Ende moderiert wird, vom Ende her gedacht. Ich will das wirklich nicht kleinreden. Aber was ich auch sehe und teilweise befürchte, ist eine Eventisierung von europäischer Demokratie. Und mit Eventisierung meine ich, alle reden mit, alle sind dankbar, dass wir jetzt 1500 Zeichen auf eine Plattform schreiben dürfen. Dann wird das alles Ricke-Racke, geht die Mühle mit Geknacke, kommt in den nächsten Bürgerreport, den uns Frau von der Leyen dann im Juni vorstellen wird. Und deswegen bin ich gerade so auf das Stichwort Verstetigung angesprochen. Was wird verstetigt? Wo ist der Institutional Claim? Wenn wir heute aus der Retrospektive sagen, die großen europäischen Projekte der 80er und der 90er Jahre, Jacques Delors, das waren System Change, ja? Es war nicht Partizipation und alle durften mal reden, sondern es war, wir haben einen Binnenmarkt geschaffen. Dann haben wir eine Währung geschaffen. Übrigens gegen viel Widerstand in der Bevölkerung. Ja? Möchte ich nur mal erwähnen. Meine größte Sorge ist, dass wir sozusagen Partizipation anbieten wie so ein Lutschbonbon, weil Systemic Change nicht mehr stattfinden soll. Wir haben alle gemerkt zu diesem Zeitpunkt, dass der Europäische Rat genau keine Lust auf diese Zukunftskonferenz hat. Und ich suche noch nach dem Instrument, ja, mit dem der Rat an dieser Konferenz und an dem, was in ihr gefordert wird, bottom-up, nicht mehr vorbeikommt. Und das habe ich noch nicht gefunden. Dankeschön, Ulrike, auch an dich. Und das ist ein gutes Stichwort, schon zum Ende. Ich habe den Blick auf die Uhr. Danke auch sozusagen an Wolfgang Petzold im Chat, der auch nochmal den Hinweis reingeschrieben hat, unter welcher Homepage auch da Informationen zu Aktivitäten des ADRs für diese Bürgerinnenräte vor Ort auch abgefragt werden können, weil das schon auch mit der Idee ja verbunden ist, auch Aktivitäten von unten zu entwickeln. Ich will ganz am Schluss an alle nur fragen, Erwartungsmanagement, das ist ein großer Punkt, wenn wir jetzt denken, in gut einem Jahr wird das Ganze über die Bühne gegangen sein, wenn das Maßstab ist Innovation auf einer Skala von 1 bis 10, wie erwartungsvoll sind Sie jetzt, dass wir hier tatsächlich Innovationen erreichen können im Hinblick auf Bürgerbeteiligung, die dann auch weiterreichender sein können? Also wenn 10 wäre das Innovativste, mach du doch den Aufschlag, Ulrike, wo würdest du dich da verorten von 0 bis 10, wenn du daran denkst, wo stehen wir da im Jahr? Du musst dein Mikro gerade bitte nochmal anmachen. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und ich glaube, es gilt tatsächlich dieses französische Sprichwort: Quand je regarde la réalité, je me désole. Quand je regarde mon activisme, je me console. Ja? Das heißt, wenn ich nüchtern, auch vielleicht objektivierbar akademisch auf die Geschehnisse gucke, dann denke ich mir: oh Gott, diese Zukunftskonferenz, wie soll sie moderiert werden? Was passiert da alles und so weiter? Ja? Und dann kann man schon den Kopf schütteln, wenn man auch sieht, Eventisierung habe ich eben gesagt, vor allen Dingen auch, wie weit diese Zukunftskonferenz weg ist vom Machtapparat der EU. Also machen wir uns nichts vor. Ja? Der Rat, das Geld, keine Ahnung, der Machtapparat der EU ist nicht da, wo die Bürger sind. Ja? So. Aber der zweite Teil des Satzes ist, quand je regarde mon activisme, je me console. Und dann sehe ich ja, jetzt sind wir hier immer noch 64 in diesem Chat. Wir haben echt gut diskutiert. Ich habe heute, das ist meine vierte Diskussion. Ich mache seit
ich weiß nicht, wie vielen Wochen ungefähr jeden Tag 4 Diskussionen, Podcasts zu Europa, die alle irgendwie ausgestrahlt werden. Also das, was da gerade an Energie im System ist, ist ja fast nicht mehr zu überbieten. Ja? Und das kann schon trösten. Also zu sagen, da sind jetzt so viele Akteure und die sind noch nicht gebündelt und die kennen sich auch nicht untereinander und die sind in verschiedenen Foren und so weiter. Aber ich würde sagen, es gibt echt eine Menge Energie. Und diese Energie könnte uns tatsächlich, ich bin sowieso der Überzeugung, Energie ist immer alles, ja, also wenn wir das jetzt irgendwie hinkriegen, dass diese positive Energie irgendwie kanalisiert wird, da kann da schon was Gutes draus entstehen, was dann eben genau im Prinzip in etwas mündet, an dem Frau von der Leyen, wer auch immer, der Rat nicht mehr vorbei können und wo dann einfach ABC sozusagen gesetzt sind als Ergebnis dieser Konferenz. Ich habe da meinen eigenen kleinen Claim, Bottom-up und Europa von unten. Ich gehe seit Jahr und Tag mit genau einer Forderung in diese Konferenz und die lautet, wenn wir als europäische BürgerInnen befragt werden, dann möchte ich bitte, dass wir vorher wirklich alle europäische Bürger sind, ja, einfach mal sind. Und deswegen fordere ich the one single thing, a European Citizen Card, eine europäische Bürgerschaftskarte, die wir neben die Eurokarte in unser Portemonnaie stecken. Und diese Karte müsste uns quer durch die Europäische Union gleiche Rechte für gleiche Bürger garantieren. Punkt. Punkt und Punkt. Und wenn das käme, tschakka. Das wird schon schwierig, überhaupt im Hinblick auf diesen sogenannten Impfpass hinzukriegen. Und das wäre nur ein ganz kleiner Teil überhaupt jetzt gerade von Rechten. Alina Felder, wie optimistisch sind Sie 0 bis 10? Haben wir in einem Jahr, gut einem Jahr, echte Innovationen, die auch ein bisschen tragen? Uiuiui, also eigentlich müsste ich ja sagen, dass ich sehr optimistisch bin, weil ich das ja auch als Vorsitzende eines Kreisverbandes auch so transportieren muss. Aber ich bin halt eben auch realistisch, weil ich ja auch die Forscherin in mir habe. Deswegen sage ich jetzt ganz pragmatisch 5, so ein bisschen dazwischen, weil man ja weiß, wie sowas dann am Ende vielleicht doch läuft. Ich würde tatsächlich aber auch nicht abwarten wollen, bis es sowas wie eine europäische Identität gibt. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, wenn es die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen, die Möglichkeit wahrzunehmen. Schöner wäre es natürlich, wenn ich auch noch bestimmen könnte, wie die Möglichkeit aussieht, in der ich mich beteilige. Das ist in dem Fall ja nicht gegeben und ist ja vorhin auch der Begriff, dass das sozusagen schön top-down ist. Aber dennoch würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, das zu nutzen und gleichzeitig das, was man sowieso schon macht, auch mit sehr viel Energie vorantreiben und da das Thema auch besetzen. Also Themen, die dann von EU-Seite kommen. Und das sind ja solche Themen wie die Zukunftskonferenz, dass man die auch behandelt und diese Themen dann auch erklärt und aufbricht und auch vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen schaut, was denn damit noch passiert und vielleicht auch ein bisschen kritisch betrachtet, was denn damit passiert. Also nicht nur mitmacht, sondern auch so ein bisschen schaut, okay, ist es jetzt so, wie man sich das vorgestellt hat? Was könnte besser laufen? Solche Dinge hätte ich dazu gesagt. Ja, vielen Dank. Also wir haben auch jetzt mal eine Zahl, die Zahl 5 hier da im Raum. Der Hinweis auch im Chat nochmal, die Aufforderung, frag nicht, was Europa für dich tun kann, sondern was du für Europa tun kannst. Das ist natürlich die Aufforderung, die auch mit der Citizens-Konferenz verbunden ist. An Herrn Wessels, auch an Sie die Frage. 0 bis 10, würden Sie sich irgendwo platzieren oder eher nicht? Ja, ich würde, wenn ich mir erlauben darf, ein wissenschaftliches Wort geben. Wählen. Nämlich unter welchen Voraussetzungen kommt man zu welchem Ergebnis. Ne? Also ich würde eben nicht so Pi mal Daumen sagen, sondern wovon hängt ab. Und ich würde einerseits sagen, wir müssen die Gesamtlage natürlich sehen. Also das fängt an, wie ist die Impfsituation in einem Jahr? Kann man etwa sagen, das ist ja dann in einem Jahr ganz gut funktioniert, europaweit oder nicht? Das Zweite ist, kommen diese Fonds gut an? Also werden die wirklich umgesetzt, haben die eine Wirkung, werden die auch wahrgenommen? Ich glaube, das hat einen wichtigen, ist ein wichtiger Wert, den man sehen kann, wie dann auch, sagen wir, Bürgerstimmungen sind. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja wahrscheinlich auch Stimmungen, die sagen, wir brauchen gar kein Europa mehr oder viel weniger Europa mehr und in eine andere Richtung gehen. Das Zweite, was ich anmerken würde, wäre, das Europäische Parlament kann ja eine Vertragsänderung beantragen. Nicht?
Also das muss nicht von der Konferenz kommen, sondern nach dem Artikel 49 des Vertrags, für eine ordentliche Vertragsänderung, hat das Europäische Parlament ein Initiativrecht. Ich bin wirklich gespannt, ob das Europäische Parlament sich dazu durchringt. Vielleicht würde es sagen, wie Herr Lamberts, wir haben sowieso keine Chance, dass es dann weitergeht. Also ich nehme jetzt Ihre Worte auf von bezüglich der Klage vom Europäischen Gerichtshof. Aber vielleicht kann man das einbringen vom Europäischen Parlament. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich das Europäische Parlament in einer notwendigen Mehrheit wirklich so dahinter stehen wird. Der dritte Punkt nochmals, vielleicht Frau Felder, wenn Sie etwas später nochmal in Ihrem Leben zurückblicken, werden Sie feststellen, vielleicht sind doch viele Ideen, die dann 2022 als weggeschoben werden, in die Schubladen, dann wirklich aktiv geworden. Ich habe hier auch ein Erlebnis, wenn man so will. Spinelli hat ja nach der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments, die wir sehr stark unterstützt haben, also als Föderalisten dahinter standen, viel auch Aufklärungsarbeit gemacht haben, hat ja einen Vertragsentwurf für die Europäische Union vorgelegt, der dann auch von den Föderalisten versucht wurde, durch und umzusetzen. Also, aber auf nationaler Ebene nahm das keiner auf. Nicht? Das blieb dann wirklich nur eine Verabschiedung des Europäischen Parlaments. Aber wenn Sie heute rückblicken, werden Sie feststellen, die meisten Ideen, die Spinelli damals oder das Europäische Parlament damals unter Leitung von Spinelli verabschiedet hat, sind heute Wirklichkeit geworden. Nicht? Also man muss vielleicht eine longue durée nochmal sehen, wie die Wirkung ist. Damit will ich jetzt ein mögliches Scheitern nicht schönreden, aber ich will sagen, man muss auch manchmal so einen Diskussionsraum erschließen und dann sehen, wie wirkt sich das auf Dauer aus. Andererseits bin ich, wie Frau Giraud, jedenfalls in der ersten Hälfte Ihrer Anlass, eben auch sehr beunruhigt, dass nachher, also das quasi Demokratiedefizit größer ist, als größer wahrgenommen wird, als das schon jetzt der Fall ist. Weil eben alles irgendwie versandet oder in eine Kompromissformel kommt, die nun gar nicht weiterführt. Das wäre meine Antwort. Also wenn es gut läuft, wird es 7. Wenn es schlecht läuft, ist 2. Dann haben Sie 2 Antworten von mir. Okay, danke schön, sagen Herr Wessels, auch für Ihre Einschätzung. Zum Schluss noch an Sie, Herr Lamberts. Vielleicht haben Sie die persönliche Einschätzung, aber sonst auch die Einschätzung des Ausschusses der Regionen selber, der ja vielleicht mit institutionellem Optimismus da auch reingehen kann. Was erhoffen Sie sich? Eher bei 0, eher bei 10? Aus der Sicht des ADR kann ich ja nur positiv, optimistisch sein. Wir sorgen ja dafür am 9., dass da nicht nur ein paar Persönlichkeiten sich treffen, sondern dass ein richtiger Bürgerdialog schon stattfindet, parallel ein paar Stunden vor dem Großereignis, wo ich mich dann auch sehr auf die Rede von Harari übrigens freue. Die Konferenz war, ist und bleibt ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Ich selbst habe die Inkubationszeit dieser Konferenz hautnah und sehr konkret von den Europawahlen 19 bis zum Ende meines Vorsitzes im ADR im Februar 20 und auch bis jetzt erlebt. Und ich würde mal, was die Einschätzung angeht, wenn ich mir all das in Erinnerung rufe, was ich da gehört und besprochen habe, mit allen, die da was zu sagen haben, von Sassoli über von der Leyen bis zu Michel, dann kann es nur besser. Meine Erwartungen sind sehr bescheiden. Und ich hoffe ja jetzt mal, dass das, was als ein Gag von Macron erfunden wurde, um Verhofstadt irgendwo unterzubringen, was dann von der Leyen sehr dabei geholfen hat, gewählt zu werden, indem sie das übernommen hat, nicht nur dazu missbraucht wird, einen Beitrag dazu zu leisten, weil es schnell zum Ende kommen muss, dass Macron dann die Präsidentschaftswahlen gewinnt in 2022. Ja, wir brauchen einen Prozess, der zumindest bis zur Europawahl führt. Und wir brauchen auch irgendwann dann da jemand, warum nicht das Parlament, der wirklich unabhängig von allen juristischen Fragen, egal ob jetzt die Vollversammlung oder dieses Zentralkomitee, da 3 Leute da, schließen darf, was Schlussfolgerungen sind, der einfach sagt, das machen wir jetzt. Das sind die Dinge, die getan werden müssen. Und ich glaube, genau wie Frau Giraud, sehr an die Dynamik, die da steht. Die Erwartungen können nicht allzu groß sein zum jetzigen Zeitpunkt. Das kann also nur besser werden.
Und wenn eine Dynamik entsteht, wenn da wirklich viel diskutiert wird, wenn da auch die Plattform richtig funktioniert und die künstliche Intelligenz, die man da einsetzen will, um das auszuwerten, noch was Vernünftiges bringt, wenn überall, auch über die Gebietskörperschaften, die Regionen und Gemeinden, lokale Sachen stattfinden, wenn die europäischen Bürgerdialoge, die da stattfinden, wo ja die Bertelsmann Stiftung schwer mit auch einsteigt, da was Vernünftiges bringt, dann gibt es eine Chance, dass da das eine oder andere bei rauskommt, mit dem man für die Zukunft Europas was anfangen kann. Gut, das ist doch sagen eine schöne Bemerkung zum Schluss. Wir sind alle gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden es von wissenschaftlicher Seite natürlich intensiv weiter dann auch beobachten. Und es ist sicherlich ein Thema, bei dem es auch einen Haufen Masterarbeiten, dann auch mal Doktorarbeiten geben wird. Davon bin ich überzeugt. Und es ist sicherlich ein Thema, dass wir auch diejenigen von uns, die auch zivilgesellschaftlich da noch organisiert sind, auch intensiv weiter begleiten werden, um das auch in breitere Öffentlichkeiten eben auch reinzutragen. Also ich will mich ganz herzlich sagen, bei Ihnen vielen bedanken für die engagierte Diskussion, für die sehr spannende und konstruktive Diskussion. Ich bedanke mich natürlich auch herzlich bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir werden mal sehen, wo wir dann nächstes Jahr stehen und was es dann weitergehend zu diskutieren gibt. Also herzlichen Dank. Bleiben Sie alle weiterhin gesund und munter. Dankeschön. Danke sehr. Wiedersehen. Ja.